Servus liebe Leute, herzlich willkommen schön, dass Sie zu dabei sind, liebe FIFA Zuschauer. Ich begrüße Sie 23 herzlich zu diesem Spiel. und mein Name ist Wolf zu Fuß Part und neben mir sitzt der 72 Frank. Und der Bartels am Start. Und ja, der macht gleich mal Pause oder so. Auf jeden Fall wollte ich sagen, ihr wisst Bescheid, Sieg ist Aufstieg in League 4. Niederlage ist im Wurscht, bleibe ich und X bringt ist sie selber. Ne? Also ich muss gewinnen, dann steige ich auf und sonst sagen wir, bleiben wir in Liga 5 und wieder neu. Aber wäre geil, oder? Wenn ich gewinne. Schauen wir. Ich werde den Part so oder so wahrscheinlich nennen, einen Aufstieg-Fragezeichen oder so. Heute von einem Spiel vom letzten Spieltag der oder auch nicht, mal schauen, weil wenn ich die volle Glatze drücke. Gegen Paris Saint-Germain. Ja, Sie müssten heute. Oh, der ist gut. Nicht. Nur ein Sieg würde Sie hier an diesem letzten Spieltag der Saison zum Aufsteiger. Riesenchance, Mbappé. Den muss er hier machen. Zeit, ah, das ist natürlich klar abseits, Buschi. Und deshalb kann dieses Tor nicht zählen, wissen Sie auch. Es kommt keine Beschwerde. Das wissen alle. Das hat jeder im Stadion so gesehen. Ey, ja. Ah, ärgerlich. Ballverlust. Serge Gnabry. Und ja, also drückt mir die Daumen an, dass ich das schaffe, ja, einen Aufstieg muss gewinnen. Ja. Und jetzt Marquinhos. Hat natürlich schon krass angefangen gerade, aber. Fabian. Thomas Müller. Vielleicht die Führung jetzt. Da macht er zu, Donnarumma. Schade. Alter, schau wie schnell er ist. Ferrati. Zurück zu Mbappé. Ah, er macht zu. Gnabry. Da ist er alleine durch. Das könnte das Tor zum Aufstieg sein. Ja, Leute, das wär's doch. Alle hoffen sie, alle zittern sie. Aber sie müssen die Nerven behalten, dürfen sich jetzt nicht zurücklehnen. Noch ist es nicht vorbei. Du sagst es. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Mbappé. Es gibt Einwurf nach diesem guten Zweikampf. Ball im Aus. Ah, der spielt gut. Und Marquinhos. Immer für hin Fabian. Und her. Ferrati. PSG lauert auf die Chance. Mbappé. Schade, der wäre fast drin gewesen. Ja, sah richtig gut aus. Genauso müssen sie weitermachen. Da kommt die Flanke. Weiter gefährlich, das war zu halbherzig. Damit ist diese Szene natürlich erstmal beendet. Ah, das spielt gut. Nuno Mendes. Messi. Setzt sich durch. Vielleicht jetzt. Ah, super gehalten. Was für eine Aktion. Also der muss doch sitzen. Coman. Marquinhos am Ball. Ist ja nervig. Nuno Mendes. Kylian Mbappé Lothar. Du kriegst keinen Ball von ihm, ne? Nuno Mendes. Guter Ballbesitz, Typ. Aber das mag ich ja gar nicht. Nuno Mendes jetzt. Kylian Mbappé Lothar. Parade Neuer, immer noch gefährlich. So, den hat er. Aber die Szene zuvor, die würde ich mir gerne nochmal ansehen. Ja, das war eine klasse Parade. Da musste er alles auspacken, was er drauf hat. Gnabry. Den fangen sie ab. Alter.
Das ist ja krass. Der Hund ist nervig, meine Fresse. Oh, der wird hart, du. Das wird schwer. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Wechsel jetzt bei den Bayern. Komm. Und Beutel da noch. Jetzt der Angriff von PSG. Holt sich den Ball im eigenen 16er. Bayern hat heute mehr oder weniger deutliche Nachteile, was die Ballbesitzzahlen angeht. Ah, jetzt könnte es eine gute Gelegenheit geben. Gehalten. Ja, auch bei 0, oder? Also, echt schlecht, ja. Kimmich führt aus. Aber das ist egal. Wir wissen. Da trennt er ihn vom Ball. War kein guter Pass. Mané. Jetzt Verratti. Und spielt nervig, Alter. Und Ramos. Aschraf Hakimi. Das ist so spannend an, Alter. Hakimi mit dem Ballverlust. Ach so, boah. Doch, der nimmt ihn, hey. Komm an. Oder? Mané ist das. Jetzt nochmal die Bayern. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Nuno Mendes ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Ja. Ah. Jawohl, danke. Gehalten, geil. Stark gemacht. Wollte ich ja drin sein. Ja, das ist die kurze Variante. Das war schlecht. Da zahlt sich das frühe Stören aus. Ballgewinn. Mané, die Chance. Geklärt hier, aber keine schlechte Gelegenheit. Euler. Leute, es ist spannend. Ich hoffe, es hat gut dabei. Es gibt nichts. Dann geht's hier weiter. Es geht heute um zu viel, ne? Sehr taktisch geprägt. Bayern München Spiel, geht's ja. Mit einem Torvorsprung in die zweite Spielhälfte. Der Ball rollt in diesem Moment wieder. Richtig gutes Passspiel da von Bayern München. Der Ball geht auf Müller. Aus diesem Angriff können sie also nichts machen. Shit. Neymar. Ich bin jetzt langsam. Könnte der Ausgleich sein. Neuer Held, Ball noch im Spiel. Davis. Oh. Er fängt diesen Pass ab. PSG in der Offensive. Mané. Boah, schwer. Das ist gut. Wirklich. Wenn ich das Gegentor kriege, ist vorbei. Kylian Mbappé, so. Lothar. Ja, klasse. Ball sah vielversprechend aus. Toll abgefangen. Shit. Neymar. Er kann dieses Duell gewinnen. Hakimi. Schön dazwischen gegangen. Ah. Die Chance auf den Konter. Der Ball ist weg. Aus dieser Konterchance können sie nichts machen. Fabian. Mbappé. Boah, wechsel, zack, zack, bitte. Nuno Mendes. Oh Gott. Das wäre es ja jetzt, ne?
Die Gäste kontrollieren den Ballbesitz, aber sie liegen trotzdem weiter hinten. Der Grund? Der Mangel an klaren Chancen. Sie machen nichts aus ihrem Ballbesitz. Ja. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Schöner Angriff, da haben sie mehrere Optionen. Ganz alleine. Sie erzielen das unfassbar. Das ist jetzt doch fast schon der Oh Gott, Leute! Sie erhöhen ihr Fenster. Sie machen das gut. Ich kann es drin, soll ich. Ihr könnt es nicht vorstellen, ne? Erst kommt dieser Steilpass von Sadio Mané. Und dann dieses Tor, den Ball bleibt konzentriert. Und da gibt es nichts mehr zu halten. 2-0 steht es hier. Sie machen einen guten Eindruck. Kylian Mbappé-Lotin. Und jetzt hat er den Ball. Was willst du, der Ballbesitz? Genau, du sagst es, ja. Er hält den Ball fest, das war wichtig. Mbappé. Guter Pass. Ah, das hätte gefährlich werden können. Nein, ich bin jetzt voll im Fokus. Ja. Sie sind weiter am Ball. Frage ist, wo ist die Lücke? Und jetzt ist die Gefahr bereinigt. Ball ist weg. Goretzka. Ah. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Die Chance für Leroy Sané. Oh, ja, mit drei Toren vorne, wieder so eine klasse Szene. Geil, oder? Das ist unfassbar. Ich habe echt geglaubt, das wird nichts mehr. Was, Müller, warte mal. Krass, Leute, oder? Geil, ich steige auf. Fetten Daumen hoch, oder? Also gehst du stark davon aus. Dass ihr das jetzt gewinnt, ja. Aber dann fetten Daumen hoch, gern Daumen bewerten, aber Kommentare, ja, haut alles aus. Geil. Einfach geil. Der Ball ist im Aufstieg, geil, werde ich es nennen, ja, genau. League 4. Da sichtbar mit Ruhe, wie, was man eigentlich schaffen kann, ne? Ich sage sehr oft dann bei den FIFA-Parts, aber... Oh, nun Marquinhos. Du, der hat so viel Ballbesitz und alles. Neymar. Das bringt halt nichts. Der ist halt verspült auch. Messi. Ne? Das bringt halt nichts dann, ne? Erstmal geklärt, ja, aber auf Kosten eines Eckballs. Aber da, ohne Gegentor, das wäre natürlich das Beste. Messi bringt die Ecke rein. Ball geht weit vorbei, kein guter Kopfball. Da hat kaum was gestimmt bei dieser Aktion. Gar nichts hat da gestimmt, ja. Choupo-Moting. Da zieht er ab. Gut gehalten. Macht sich lang. Boah. Die Ecke kommt rein. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. So, Konterchance. Vielleicht jetzt. Aber dann ist der Ball doch weg. Und das Szene ist der, Leute. Beendet. Das ist das, ja. Es sieht alles nach dem Aufstieg aus. Sie liegen deutlich vorne und so langsam können wir schon mal sagen. Also das müsste heute klappen. Oh, er trifft die Latte. Ja, der Ball ist drin, aber wenn das kein Abseits ist, dann weiß ich es auch nicht. Ach schon. Ah, der Schuss war auf sich rein. Der erste. Unmöglich zählen. Mann. Schaut. Naja, was ist davon, gell, von einem Ballbesitz zu Spaten? Ball bei Neymar. Neymar, jetzt muss die AP aufpassen. Und sie verlieren den Ball dann doch.
Wir nähern uns dem Schlusspfiff und im Moment sieht es nach einem Sieg der Bayern. Jetzt aber erstmal Vorsicht. Kein Problem. Ah, das war natürlich eine klasse Aktion. Ja, da hat man wieder gesehen. Ebbe, klasse Chance jetzt. Da bedankt sich die Abwehr, das ist Abseits. Ja, da machen sie der Abwehr das Leben leicht. Schwacher Pass, sie sehen doch, dass da jemand im Abseits ist. Da musst du geduldiger spielen, ist ja keine Frage. Ja, sicher. Gott, eine Frage. Hm. Die Balleroberung, exzellentes Pressing. Ja, das ist ein guter Pass. Guter Steilpass, Boucher, aber dann kommt die Fahne, Abseits. Ja, das war eng. Ich glaube, die Entscheidung ist, ja, die ist richtig. Es war Abseits. Die Balleroberung. Messi. Das könnte die Gelegenheit geben. Er versucht es ganz schnell. Nein, sogar. Zu verspült. Also danke, liebe Leute, ihr wisst Bescheid. Richtig super. Jetzt haben wir klar. Den Aufstieg unter Dach und Fach. Was für eine Leistung. Nervenstark setzen sie sich durch, haben gezeigt, was in dieser Mannschaft steckt. Wir können nur gratulieren. Das war das große Ziel. Jetzt ist es vollbracht und wir sehen die Freude. Und ich bin sicher, sie können auch eine Liga höher wieder angreifen. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Ganz toll. Also überragend. Danke. Total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer. Schalalala. Geil, ich hab's nicht mehr gehabt. Cool. Okay, danke, liebe Leute. Euer Bartl. Tschüss.